Also mein Name ist Michael Joost. Ich bin hier am FFT-Standort in Bremen verantwortlich für den Bereich Systems and Test Operations. Unsere Kernkompetenz hier in Bremen sind zwei Hauptbereiche. Das eine ist der Bereich Test und das zweite ist der Bereich Instandhaltung. Und in dem Bereich Test beschäftigen wir uns mit allem, was mit Prüfungen von potenziell fliegendem oder fahrendem Equipment zu tun hat. Das heißt, wir entwickeln Prüfstände für diese Systeme oder auch für einzelnes Equipment. Wir erstellen Teststrategien. Wir führen Tests auch selber durch und werten die Tests am Ende auch aus. Ja, mein Name ist Kuno Janderek. Ich bin Abteilungsleiter für das Thema Forschung und Entwicklung im Luftfahrtbereich. Ja, bei dem Cockpit-Simulator haben wir drei Bestandteile. Das eine offensichtliche, was man immer sieht, ist die Flugsimulation, wo wir einen voll funktionsfähigen Flugsimulator mit allen aerodynamischen Parametern zur Verfügung haben. Das zweite Bauteil ist ein Echtzeit-Rechnersystem, wo wir verschiedene Avionik-Computer in einer Echtzeit-Simulation simuliert und stimuliert laufen lassen können. Und der dritte Baustein ist eine physische Komponente, wo wir ein Sled-Panel mit entsprechender Sensorik und Instrumentierung aufgebaut haben. Neben Software-in-the-Loop-Tests können wir verschiedene Hardware-in-the-Loop-Tests durchführen, aber eben auch durch die Kopplung mit der Flugsimulation Human- bzw. Pilot-in-the-Loop-Tests, was uns einen sehr großen Testumfang auf kleiner Fläche und in relativ kompakter Bauform bietet. Im Bereich Instandhaltung beschäftigen wir uns mit allem, was mit Aftersales zu tun hat. Wir sind dabei, einen Tankprüfstand zu etablieren. Und das ist ein Nachbau eines Helikoptertanks, mit dem Airbus das Verhalten der Tanksysteme, der Betankungssysteme, der Ventiltechnik und so weiter, die um den Tank drumherum gebaut wird, dann nachsimuliert. Und dieser Tank-Mockup simuliert die Originalbedingungen eines Hubschraubers. Ja, mein Name ist Steffen Krüger. Ich bin bei der FFT tätig als Projektleiter Organisation und kümmere mich hier hauptsächlich um Industrieprojekte für unsere Großkunden Airbus und Airbus Helicopters. Bei dem Avant Klimakammerprüfstand handelt es sich um ein multifunktionales Testsystem, was wir für unsere Kunden Airbus und das ZAL, das Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung, realisiert haben. Die Klimakammer an sich ist aus Standard-Sandwich-Paneelen aufgebaut, die sehr, sehr einfach zusammenmontiert werden können, aber auch sehr einfach neu angeordnet werden können, sodass wir in der Lage sind, verschiedene Dimensionen dieser Klimakammer zu realisieren. Die Klimakammer ist in der Lage, verschiedene Umgebungsbedingungen herzustellen und hierbei ist es möglich, die Parameter Luftstrom, Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit variabel einzustellen. Mein Name ist André Hansen. Ich bin im Bereich System and Test Operation bei FFT tätig. Wir sind hier im Airbus-Werk Finkenwerder und wir haben zusammen mit der Firma Vector einen Prüfstand entwickelt, der das Cabin Intercommunication and Data System von A320 Single-A-Flugzeugen testet. Jede Airline hat eine andere Ausstattung im Kabinensystem. Unser Testsystem ist sogar in der Lage, diese Konfiguration anhand einer Datei auszulesen und die Tests automatisch anzupassen, so dass flugzeugspezifisch getestet werden kann. Für die Flexibilität haben wir eine hohe Anzahl an Breakout-Feldern und Breakout-Steckern geschaffen, bei dem es leicht ist, Signale auch während des Tests zu messen oder die Systeme mit anderen Testständen zu koppeln. Ein Alleinstellungsmerkmal des Teststandes ist auch, dass Tests automatisiert ausgeführt, ausgewertet und am Schluss auch protokolliert werden können. Der Tailbumper-Prüfstand, das ist eine Eigenentwicklung der Firma FFT, weil wir haben potenziell fliegende Testsysteme entwickelt, die auf diesem Prüfstand vorgetestet wurden. Und jetzt nutzen wir den Prüfstand für interne Zwecke für Lastkalibrierung, das heißt für Zugdruckkalibrierung, die wir an diesem Prüfstand durchführen. Der Bereich Elektromontage, der beschäftigt sich mit Produktentwicklung. Das heißt, die Kollegen entwickeln im Zuge von Forschung und Entwicklungsprojekten neue Produkte für die Firma FFT, die natürlich mit unseren Prüfstandstechnologien zusammenpassen. Das heißt, wir haben das Ziel, dass wir diese Produkte separat verkaufen können, aber auch in unsere Prüfstandstechnologien mit einbauen können. Die Kollegen, die hier am Standort eingesetzt sind und die in unserem Bereich tätig sind, fast ausschließlich kommen sie alle aus dem Bereich Luftfahrt, ich selber auch. Wir sind alle seit 20, 30 Jahren in der Luftfahrt tätig und haben dadurch natürlich auch eine Leidenschaft für die Luftfahrt, weil wir dort groß geworden sind.